Mario, Mario, Mario. So, hallo. Nach meinem Beschwörungsritual und 007 ist es endlich soweit. Ich darf das Spiel starten. Ja, es ging bis gerade eben nicht. Aber damit herzlich willkommen zu... Okay, das Logo dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Mario, Super Mario Maker 2. Da, 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 da. Wo ist die 2? Da. Nein, da. Da ist die 2. Ich habe gerade auf meinem Bildschirm gezeigt. Ihr habt es nicht gesehen. Aber ja. Ist gerade erschienen. Und ich freue mich sehr darauf. Endlich können wir spielen. Die alle haben es irgendwie schon im Supermarkt einen Tag vorher geholt. Aber das ist mir egal. Jetzt haben sie wenigstens schon coole Level für mich gebaut. Alter, meine ersten Momente. Ich muss dieses Blatt holen. Und ich habe Soundbugs. So, jetzt geht's. Hallo. Willkommen zu Super Mario Maker 2. Ja, das ist, liegt in meinem Aufnahmeprogramm, nicht am Spiel. Und wie cool ist dieses Level? Guck mal, das ist eine Schräge. Oh, die neuen Besserungen. Ja, ihr habt wahrscheinlich nicht alle, so wie ich, alles verfolgt, was Super Mario Maker 2 angeht. Viele neue kleine Änderungen, viele neue Sachen zum Bauen. Man kann als Luigi, Toad, Toadette und Mario spielen. Mir ist fast der letzte nicht eingefallen. Und ich würde sagen, wir gucken heute einfach in den storigen Story-Modus. Einfach erstmal. Und... Oder wollen wir beim nächsten Mal in den Story-Modus gucken? Ich mache so alles so ein bisschen durcheinander, denke ich, auf jeden Fall. Ich mache auch eine Umfrage hier ins Video, was euch ihr am meisten sehen wollt. Aber fangen wir doch erstmal mit Leveln aus aller Welt an, damit in der ersten Folge sowas Besonderes ist, was niemand anderes auf seinem Kanal hat. Bevor du Level aus aller Welt spielst, solltest du ein Mii und deinen Namen für dich als Baumeister aussuchen. Ja, das ist easy. Bitte gib deinen Baumeisternamen ein. Zombie? Richtig. Da sind meine komischen Mies. Baumeister registriert. Zum Beispiel wäre natürlich auch lustig, aber nee, nee. Willkommen bei Level aus aller Welt. Hier kannst du von anderen Nutzern hochgeladene Level spielen, herunterladen und einen Herzen. Toll! Verleihen. Guck mal, da bin ich. Der Baumeister. Süß. Haben wir irgendwelche coole Kleidung? Nee, aber das schalten wir bestimmt frei. Ah, oh, wir haben ein Pilzhemd. Nehmen wir das. Das ist schon mal cooler. Und dann nehmen wir eine Jeans. Und... Oh, guck mal, wir können uns sogar einen Charakter geben. Nervös, ungeduldig, unbekümmert, vergnügt, kampfbereit. Erinnert mich gerade an Miitopia. Posieren. Okay, dann bin ich der Poser. Weil jetzt danst er da die ganze Zeit rum, aber was soll's. Ist ja ganz lustig. Womit fangen wir an? Also, im Online-Modus gibt es vernetzte Spiele. Dort kann man momentan noch nur gegen fremde Leute online spielen. Entweder Koop versuchen Level zu lösen oder gegeneinander als Rennen versuchen Level zu lösen. Also wer zuerst im Ziel ankommt und so. Das ist so eine Art Ranked auch. Also da gucken wir bestimmt auch mal rein. Später mit einem Patch kommt noch dazu, dass man mit Freunden online spielen kann. Das ist nicht im Grundspiel dabei. Noch nicht, aber kommt mit einem kostenlosen Patch. Es gibt die Endlos-Herausforderung. Dort kann man mit einer bestimmten Anzahl an Leben versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Auf leicht und normal hat man 5 Leben, auf schwierig 15 und auf sehr schwierig 30 Leben. Man kann in den Leveln noch Leben dazu bekommen. Genau, man kann so weit spielen, wie man kommt, und bis die Leben leer sind. Dann gibt es scheinbar eine Baumeister-Rangliste. Da sieht man so die beliebtesten Baumeister und Spieler und Kämpfer. Hallo, guck mal, ein Deutscher, der Milchi. Da war ein Deutscher. Hallo, hallo Milchi. Und Level suchen gibt es auch noch. Da können wir uns alle Level angucken. Wir gehen heute in der ersten Folge ganz chillig über alles. Ich will, die meisten kennen Mario Maker und wissen, was abgeht. Man kann das so gucken. Wir können jetzt einfach ein beliebtes Level spielen. Weil das niemand machen wird. Spring has switched. Ich habe ein bisschen Angst davor. Wo steht der Schwierigkeitsgrad? Und steht nur, dass es 23% Abschlussrate ist. Ja, das kann ich reden. Mein erstes Level. Wenn du Level eines anderen Nutzers spielst, sehen andere, dass du diesen Level gespielt hast. Ja, ist mir recht. Kann ich mitleben? Wehe, du bist eine Enttäuschung, mein erstes Level. Spring has switched. So, klassisch und ein Thema. Guck mal, es gibt diese Schrägen, genau. Es gibt diese An- und Ausknöpfe. Es gibt, was auch immer da oben drin ist. Hallo? Ein Pilz. Hey. Feuerwerk, eine Münzen. Ja, es gibt halt so ganz viele kleinere Neuerungen. Ich weiß nicht, ob ich hier auch meinen Charakter schon ändern kann oder ob ich das vor dem Level mache. Ich könnte sagen, ich will Luigi sein. Bin ich jetzt direkt Luigi? Oder muss ich erst einmal... Nee, erst wenn ich gestorben bin. Naja, guck mal, wir können jetzt theoretisch sogar als Luigi spielen. Ich hoffe, da kommen irgendwie noch mehr Charaktere rein. Auch wenn es nicht sein muss. So, da sind Springs, die töten einen. Aha! Ich wusste, dass sie einen töten, aber ich war ein bisschen... Jetzt bin ich Luigi! Aber wie cool ist das denn? Aber wir holen uns wieder den, Pilz da oben raus. Genau.
Und dann machen wir das on. Das ist echt böse, diese Springs. Achso, die Gumbas wachen nach einer Zeit auf. Da war was. So, dann kann man das drücken. Es gibt jetzt größere Coins. Es gibt auch Levelbedingungen, mit denen man Leveln abschließen muss. Also zum Beispiel, sammle so und so viele Münzen, besiege die und die ganzen Gegner. Ganz viel Kram. Kann ich damit einen Gegner töten? Damit kann man einen Gegner töten. Cool. Es gibt Kommentare und so Sticker, die man im Level aufsetzen kann. Seht ihr? Einfach so. Das Mario Maker Grundprinzip auf der Switch, der Konsole, die wenigstens jeder hat, im Gegensatz zu der Wii U. Und nochmal ein bisschen verbessert. Und das ist schon super cool. Oh, guck mal, da kam sogar ein Sprungbrett für mich. Warum sollte ich vor mir zumachen? Ich weiß es nicht. Wir gehen weiter. Die Schrägen sind ja cool. Also das Level ist süß. Auf jeden Fall. Ah, und die explodieren sogar instant, wenn man das drückt. Das ist ja krass. Ich hätte hochklettern können. Oh, ich komme nicht mal mehr zurück. Na egal. Wird schon passen. Ein kurzer Schockmoment. Aber nichts stoppt mich. Good prank. Ja, hat er noch hingeschrieben. Was ist süßes Level. Es ist sehr schön, dass ein paar Leute schon ein bisschen Feuer bauen konnten. Da habe ich hier wenigstens was zu spielen. Ja, sonst hätte ich halt einfach den Singleplayer gespielt. So, wenn ich den Knopf jetzt hier drücke, wird nur nichts passieren. Wenn ich ihn nochmal drücke, immer noch nicht. Und wenn ich ihn jetzt nochmal drücke, wird das Spring den Panzer aktivieren und der wird die Ranke für mich hier rausholen. Alter. Gehen hier ganz langsam alles durch. Da ist Luigi ein bisschen rutschig. Das ist nicht Luigis Schuld. Luigi ist, glaube ich, hier gar nicht großartig. Die spielen sich alle exakt gleich, soweit ich weiß. Ein Herz. Mehrere Herzen. Süß. Wir gehen hier mal ganz gemütlich durch. Achtung. Ich passe schon auf. Wie? Ah, da oben. I got it. Dann muss mich nur ein bisschen umgucken. Ja, so ein paar Sachen sind ja auch anders. Ich habe bisher zum Beispiel schon gesehen, dass... Das ist echt gruselig. Bitte zumachen. Danke. Die Seite gefällt mir schon wesentlich besser. Dass es bei dem Theme hier, wenn man... Das Ziel muss man nicht mehr berühren, die Stange, um zu gewinnen. Das war ja früher anders. Kommt mal alle her. Feine Wolke, fein. Kommt her. Bewegen die sich fest oder... Ah, die bewegen sich scheinbar fest. Ich dachte, die wollen irgendwie zu mir. Na gut. Dann gehen wir einfach. Kann ich mitleben? Sind wir wieder am Anfang? Hallo? Ah, das Ziel. Aber töten wir erstmal die Kanonen. Genau. Bei dem vorherigen Mario Maker musste man die Stange berühren. Das weiß ich nämlich noch. Und hier muss man es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Das ist cool. Die Änderung gefällt mir. Einfachere Ziele. Es gibt ansonsten noch so einen Nachtmodus, der jedes Thema von den Leveln nochmal so einen Twist gibt. Je nachdem, welches Thema man hat halt. Du kriegst einen Toll. Ich weiß nicht, warum man einen Bu geben kann, aber das ist ja gemein. Macht doch niemand. Anti-Bu-Regel hier bei Zombie. Du hast zum ersten Mal ein Level abgeschlossen, du hast dafür ein Unterhemd erhalten. Danke. Das klingt ja interessant. Hören wir mal weiter. Aber irgendwelche Level. 21.03 Uhr ist die Uhrzeit, wo es hochgeladen hat, hoffe ich nicht. Nicht die Levellänge. Ich will jetzt keine 21 Minuten an einem Level sitzen. Ah, guck mal, wir sind hier in Luigi. Ist das süß, dass ich jetzt Luigi spielen kann. Genau, das ist die Wippenmechanik. Es gibt so eine Wippe. Es gibt auch so Greifarme, die einen packen können. Es gibt viel cooles neues Zeug. Hab ich was falsch gemacht? Passiert irgendwas, wenn die Zeit ausläuft? Ah, ja, ich kann da durchgehen. Ich hätte ein Leben bekommen, hätte ich es richtig gemacht, wahrscheinlich. Hä? Aber was wollte es von mir? Okay, da haben wir die nächste Aufgabe. Links sind mehr. Soll ich da drücken, wo mehr sind, oder was geht ab? Which side is going up? Ah, das will's wissen. Ultra verwirrt so, hä? Ja, die mit weniger Gewicht geht ab. Ah, und jetzt kriege ich das Leben. Ja, das ist doch... Jetzt verstehe ich die Aufgabe. Hier durfte ich gar nichts sagen. Okay, ja, da wo weniger ist, geht's hoch. Ist ja logisch. Es ist ja mit Gewicht. Also die Seite. Ah ja, dann wird er getötet, kriege ich einen Schlüssel und alles ist glücklich. Und ich sterbe nicht. So. Aha, hier wird mir gezeigt, dass ein großer genauso viel wiegt wie zwei kleine. Okay. Oh. Da ist noch ein Ding oben drauf. Okay.
Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, die linke Seite wird hochgehen. Wenn ich nicht ganz dumm bin. Ja. Okay. Hätte ich die Zeit nutzen sollen und gucken sollen. Bin aber weitergegangen. So, wie verhalten sich Bomben? Zwei Bomben sind so schwer wie ein Piranha. Oh Gottes Willen. Zwei Bomben sind so schwer wie ein kleiner. Also haben... Ja, die linke Seite hier ist auf jeden Fall die schwerere. Dann haben wir links 4 und rechts haben wir 2, 3 und halb. Ja. Ja, die hier. Ja, genau. Okay. Dann bin ich mir kurz selber nicht mehr sicher, was ich hier entscheide. Okay. Dann haben wir eine Röhre. Und sind wir fertig mit dem Level? Nee. Also ist die rechte Seite leichter einfach allgemein. Okay, weil da einfach eins weniger ist. Habe ich was falsch gemacht? Warum ging hier die linke Seite hoch? Die linke Seite hat doch einfach eine Bombe mehr. Oder bin ich jetzt irgendwie doof? Die linke Seite soll doch die schwerere sein. Und links ist jetzt richtig? Ach, weil die Bomben gestorben sind. Und das habe ich vorher kommen sehen, dass die Bomben sterben. Okay, natürlich habe ich das vorher... Na klar habe ich das vorher kommen sehen. War easy. So, da gehen wir ein paar weiter. So viele Röhren. Und das ist der Bosskampf. Mit dem Checkpoint. Welche Seite geht hoch? Ja, eigentlich die Seite, wo der Wiggler nicht ist. Okay, danke. Ja, muss ich den einfach nur wegziehen. Bitte was? Da sind ein paar mehr Fette. Jetzt sagen wir einfach, die Seite geht nicht hoch. Beide Seiten wiegen gleich viel. Oh. Gott sei Dank. Wäre auch ein bisschen überfordernd gewesen. Guck mal, da hat er sogar noch extra so eine Gigamünze versteckt, die man sich holen kann. Ah. Mit einem großen Effekt. Oh, man kann durch das Ziel springen. Danke. Danke für dieses Feuerwerk. Oh, was eine Party. Ein cooles Konzept halt, so direkt am ersten Tag. Ist ja richtig krass. Aber schön, so ein paar beliebte Level zu spielen. Aber das kriegt natürlich auch ein Toll vom kleinen Zombie. Sehr schön. Muss ja auch wieder ein Level bauen, dass ihr das alle spielen könnt. Und dass ich ganz viele Punkte kriege. Natürlich, weil ich ein Level bauen will. Wir spielen ein Super Mario 3D World Level. 1-1 Homecoming Hills. A starting stage to give you a taste of what the game can offer. Okay. Ah. Das ist das neue Theme. Das gibt's nur, gab es im alten Teil noch nicht. Das ist an Super Mario 3D World angelehnt. Dappi baba boo. Ach, den Teil habe ich so gemocht. Also wegen der Musik allein schon. Die Musik war in dem Teil super gut. Und das da im Hintergrund ist ja auch das erste Level, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Genau da unter mir hat man angefangen bei 3D World. Interessant. Ich schaue mir gerade an, was so passiert. Warum? Man kann hier einen Long Jump machen? Okay. Kann man einen Triple Jump machen? Bestimmt. So, was geht hier ab? In dem Baum ist bestimmt die Katzen drin. Ja, genau. Haha. Und damit kann man jetzt einfach Wände hochrennen. Und wie kann ich... Ah ja. Cat Dash kann ich auch. Und ich kann auch so... den Luigi-Katzenangriff machen. Nice. Ja, nochmal ein Pilz, falls ich einen bräuchte. Aber ich bin zu cool. Und diese Glasröhren, genau. Es gibt so bestimmte Sachen, die gibt es nur in den Theme. Weil die zu verrückt wären. Scheinbar in den anderen Themes umzusetzen. Aber da habe ich kein Problem mit. Und es kommt vielleicht sogar noch in Zukunft neue Themes dazu. Das wäre auch cool. Ich freue mich auch sehr auf den Mehrspielermodus, weil ich den mit Manu immer auschecken wollte, auf jeden Fall. Der arme Kumba da unten. So, da wollen wir eine Feuerbälle. Dann kriege ich ein bisschen Moneten. Dankeschön. Der Longjump ist echt irritierend. Aber er ist schneller als normales Laufen. Das gefällt mir sehr. Ich würde sagen,
Attacke! Ah, die Röhre funktioniert ja sogar. Hallo? Ah, nice secret. Dann probier doch mal, wie nice das ist. Ich bin noch sehr über... Ich will einfach Walljumps machen. Danke. Ich bin eine sehr überforderte Katze scheinbar. Okay, und die Blöcke kriege ich nicht mal kaputt als Luigi. Na gut. Ah, gefällt mir das Team. Werde ich bestimmt einige Höllenlevel mitspielen. Ich werde natürlich auch ein paar Zuschauerlevel und so früher oder später spielen. Ich werde so alles so eine bunte Mischung von allem machen. Einfach worauf ich Lust habe. Ah, das coole Gumbaka. Okay, es dreht sich sehr langsam um, kann Gegner kaputt fahren. Und kann einfach umgebounced werden. Wie cool ist das denn? Ah, oh, beim Springen ist es sogar ein bisschen schneller. Okay, und selber umdrehen dauert ein bisschen. Ja, selber umdrehen dauert ein bisschen. Aber dafür gibt es ja die anderen Sachen. Perfektes Ziel! Ah, das war ein schönes Beispiel-Level. Hat alle neuen Mechaniken so ein bisschen eingebaut. War nice. Ob ich so ein Level mit so einer coolen Mechanik auch bauen könnte? Bestimmt. Ah, da müsste ich ja ewig dran bauen. Ah, vielleicht habe ich Lust. Wer weiß. Kriegt auf jeden Fall auch natürlich wieder ein Toll. Kurz und knackig. Ein Schneebiom. Das wäre cool. 10% Abschlussrate. Dann spielen wir das Schneelevel noch zum Abschluss. Einfach so ein bisschen random durch ein paar Level gespielt. Damit ich einfach direkt mitten in der Nacht eine Folge Mario bringen kann. Also sammle alle Münzen, 100, und erreiche das Ziel. Oh, guck. Siegesbedingungen. Habe ich doch gesagt. Jetzt sogar extra nochmal da. Super schwierig. Ach, das ist so ein Don't bleib stehen Level, glaube ich. Ja. Der erste hat mich umgebracht, weil ich nicht sofort losgespielt habe. Aua. Aber ich habe unendlich Leben, deswegen ist es egal. Ja. Alles ist cool. Nur ein paar Sprünge sind's. Letztendlich. Muss ich wieder mein Setup umstecken, damit ich nicht mehr den Input-Delay habe. Bei solchen präzisen Sachen ist es halt tödlich. Da, jetzt kriegen wir es hin. Einfach lang genug springen gedrückt halten, dann springen wir auf die volle Strecke. Nein! Muss ich nur bis zur vollen Höhe springen gedrückt halten? Warte, das muss ich nochmal testen. Ja. Ich habe immer bis zum Ende gerade springen gedrückt. Das war mein Struggle. Jetzt. Easy peasy. Guck mal, 1:1:1. Perfekte Zeit. Ja, Weltrekord wird da ein bisschen schwer, weil man kann da nichts mehr machen, als außer gerade durchrennen. Ja, der hat genau dieselbe Score. Der Weltrekordhalter. Kann ich mitleben. Und er kriegt natürlich auch noch ein Toll. Ja, so ein kleines Speedrun-Level noch zum Abschluss. 8 Sekunden. Also warte, wo steht die Zeit? Ach, da ist der Weltrekord, steht da. Sieht man so irgendwas? Nee, man muss echt die Level mal einmal anklicken, dann sieht man alles. Naja, und die Leute machen hier schon Weltrekorde und sonst was. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns den Abenteuermodus an, genau. Und beim übernächsten Mal würde ich sagen, spielen wir gegen random Leute oder so. Klingt alles nach einem Plan. Vielleicht lade ich auch mehrere Folgen an einem Tag hoch, erst weil es der erste Tag ist und weil ich mich drauf freue. Aber das war's mit einem kleinen Video zu Super Mario Maker 2. Es beginnt die Mario-Zeit. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zombie.